Legesystem mit einer Variante vom keltischen Kreuz. Hier wieder mal ausgelegt mit Angelinas 40 mystische Lenormand-Karten. In der rechten Hälfte siehst du die Schablone dazu. Da ist jetzt auch mal aus dem mystischen Kartendeck das Schicksalskreuz einfach als Hintergrundmotiv gewählt und dann eben entsprechend hier die Positionen. Das heißt in Blau, das ist einfach normal zu deuten. Also je nachdem, ob halt eine positive Karte liegt, dann würdest du positiv deuten. Liegt eine negative, deutest du sie halt negativ. Also einfach ganz normal, die klassische Deutung. Einzig ist die Position 3, die ist ja hier sozusagen der Ratschlag. Da empfehle ich dir dann, egal welche Karte liegt, das auf jeden Fall positiv zu deuten, weil ein Ratschlag ja eben eine Hilfestellung sein soll, was man eben im Positiven tun kann. Also solltest du das vielleicht mal mit Tarotkarten auslegen, weil das keltische Kreuz ja ursprünglich aus dem Tarot kommt, also von den Legesystemen in den Tarotbüchern, dann versuch einfach dich in das Motiv der Tarotkarte hineinzuversetzen und was du da eben als positive Aussage draus ziehen kannst. Den Rest würdest du ja eh normal deuten. Diese Schablone gibt es übrigens auch zu kaufen. Das ist eine DIN A3 Mappe. Hier in dem Fall wäre das eine Doppelseite. Also die Schablone insgesamt ist DIN A2 groß und schön in Farbe gedruckt und das Ganze auch mit einer glänzenden Schutzschicht und dass du die Karten direkt hier drauflegen kannst und da oben immer noch alles zu lesen ist. Die Schablone kriegst du in meinem Online-Shop und auch auf Amazon. Es ist mittlerweile die Mappe 2, also sie heißt Legesysteme zum Lenormand, Tarot und anderen Karten und das eben als Unterlage beim Kartenlegen mit Nummer 2. Und ich werde das einfach unter dem Video dann auch noch verlinken, dass du da auch hinfindest. Jetzt geht es aber um die Deutung zu diesem Legesystem. Ich habe mich jetzt hier, wie gesagt, entschieden, mal wieder die mystischen Karten zu verwenden. Hier die Motive musste ich ein bisschen quer drehen, weil sie sonst auch erstens hier nicht auf die Schablone drauf gepasst hätten. Normalerweise könnte man sie hier ja eigentlich auch noch senkrecht hinlegen. Aber ich denke, man kann ja trotzdem das Motiv erkennen und ich werde es ja auch noch erwähnen. Die Position hier in der Mitte, also die 1 und die 2, die stellen das Thema dar und dann hier eben ja sozusagen, was kommt helfend oder störend dazu. Und da sehe ich gerade, ich habe hier noch einen Fehler drin, da steht noch unbewusst. Okay, das muss ich gleich mal ausbessern. Da sollte natürlich stehen, helfend oder störend oder das kommt hinzu. Also das werde ich nochmal verbessern. Aber nichtsdestotrotz kann ich ja jetzt hier mit der Legung weitermachen. Noch ist das Ganze ja hier mit der Mappe nicht in Druck. Also während ich das Video aufnehme, ist das erst noch beim Korrekturlesen. Also alles noch rechtzeitig. Okay, also in der Mitte, jetzt habe ich hier die Karte des Hauses, das steht ja für das Zuhause und natürlich auch für die Familie und das Privatleben. Jetzt könnte man eben sagen, okay, das war jetzt das Thema. Ich habe allerdings, während ich jetzt diese Legung gemacht habe, auch, wo ich ja für jemanden gelegt habe, an die Frage von demjenigen gedacht. Und da geht es halt darum, die sind mitten im Hausbau. Da passt jetzt natürlich die Karte Haus sehr gut. Die sind mitten im Hausbau, beziehungsweise ist es da gerade ins Stocken geraten. Die Erdarbeiten, da wurde gefuscht, da muss nachgebessert werden. Da waren jetzt schon 4 Mal Aufforderungen, das richtig zu stellen, weil da sackt die Erde ab. Dann müssen wohl die Fallrohre bei der Regenrinne versetzt werden. Die wurden auf die falsche Seite gebaut. Und das nächste ist, das Haus muss dringend von außen gestrichen werden, weil jetzt die Pflasterarbeiten demnächst losgehen. Und ja, der Termin für das Streichen wurde denen jetzt mitgeteilt, ist erst in 5 Monaten, was nicht nachzuvollziehen ist, weil ich nehme jetzt das Video hier im April auf und es ist jetzt gesagt auf ein aktuelles Geschehen und die Witterung, also das Wetter draußen ist gut, man könnte also jetzt durchaus streichen. Also von daher, warum man da jetzt 5 Monate bis August noch warten muss, beziehungsweise die warten seit Februar, haben dann aber eben gedacht, im April, Mai geht es dann endlich los, wenn das Wetter besser wird. Und jetzt hieß es auf einmal, Nähtermin ist im August. Deswegen sind die natürlich auch reichlich gefrustet. Und deswegen ist jetzt auch diese Legung dazu mal gemacht worden, wie es da weitergeht. Und man sieht es hier im Tara-Haus mit Sarg, da ist tatsächlich der Stillstand oder das, was traurig macht, was kränkelt, wo es eben einfach wirklich nicht vorwärts geht. Also so gesehen bestätigen die Karten hier die Situation, in der sich ja die Familie da gerade
befindet. Wobei, wie gesagt, man könnte das auch einfach legen, ohne eine Frage dazu zu stellen und einfach zu gucken, was zeigt sich als Thema. Dann hätte sich hier aber jedenfalls auch das Haus auf jeden Fall als Thema in den Vordergrund gedrängt. Und das ist ja auch das, wo die Familie jetzt die ganze Zeit drüber nachdenkt. Das beschäftigt die am meisten, ne? Weil klar, man will ja dann irgendwann auch mal vorwärts kommen und einziehen und dass drumherum auch alles ordentlich läuft und nicht dauernd irgendwelche, ja, Pannen passieren und nachgebessert werden muss im Innen. Ausbau ist genau das gleiche. Da sind Türen beschädigt, die müssen getauscht werden. Fenster sind falsch eingebaut. Also wenn man das so hört, dann vergeht es einem Jahr. Dann kann man das eigentlich schon fast gar keinem mehr empfehlen, ein Haus zu bauen. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Gibt vielleicht auch Hausanbieter, wo es besser läuft. Dann mache ich mal weiter gleich mit dem Ratschlag. Sie sollen positiv denken, also einfach weiterhin die Hoffnung haben, dass das gut läuft, dass da auch mal was positiv läuft und dass es natürlich auch mal weitergeht. Also Sie sollen positiv sein, optimistisch sein, noch die Hoffnung daran haben, dass alles gut wird. Steht auch für eine günstige Phase, also jetzt günstige Momente. Das heißt, vielleicht eben gerade auch, weil viel schief läuft, die Gunst der Stunde nutzen, das positive Zeitfenster sozusagen, um da jetzt auch nochmal die Reklamationen geltend zu machen, dass da eben das dann auch korrigiert wird und zum Positiven letztendlich gebracht. Was hier unbewusst ist, ist das Kind. Das Kind steht ja für das Neue. Gut, die bauen jetzt ein neues Haus, das ist ja was Neues, aber das Kind steht natürlich auch dafür, es geht in kleinen Schritten weiter. Nur ganz langsam wird das Projekt größer und entwickelt sich dann halt mal zu einem fertigen Haus. Also von daher, unbewusst weiß die Familie natürlich, ja, das ist ein neues Projekt, ist alles Neuland für uns. Sie wissen nicht so richtig, wie geht es da eigentlich weiter, was ist der nächste Schritt, welche Firma muss wann kommen, um welchen Ausbau zu machen. Das heißt, für die ist das natürlich alles Neuland, null Erfahrung mit Hausbau. Ich denke auch mal, die meisten von uns werden, wenn überhaupt, in ihrem Leben jemals nur ein Haus bauen und das nicht so als Erfahrungsschatz haben. So, wir bauen mal wieder ein Haus, ne? Von daher ist es dann natürlich Neuland, aber ich denke, hier bezieht sich es mehr auf die kleinen Schritte und dass man ja das im Grunde genommen auch weiß, dass da alles so Step by Step eben weitergeht, und hier nervt es dann halt einfach, dass es zu langsam geht. Jetzt kann man dann nochmal hier auf die 5 schauen, das ist sozusagen der Vergangenheitsaspekt. Das war natürlich die Entscheidung oder auch den Weg, eine Möglichkeit finden, jetzt hier diese Richtung einzuschlagen, nochmal neu zu bauen, aber natürlich auch die Entscheidungen für die Firmen. Welche Firma soll das Haus bauen? Welche Firma macht den Innenausbau? Welche macht außen das Grundstück, die Erdarbeiten, die Entwässerung oder eben jetzt in dem Fall auch die Dachrinnen und ja, was da halt noch so alles dran hängt. Also von daher, klar, da wurden Entscheidungen getroffen und Wege eingeleitet, die man dann eben gehen wollte. Und was jetzt aber die nächsten Wochen kommt, da sieht man jetzt mit dem Ring Verbindungen, Verpflichtungen, Verträge. Ich würde hier sagen, einfach auch, ja, vielleicht noch so, weil der Ring ja auch so ein bisschen dieses, es läuft rund, also es dreht sich im Kreis, könnte man jetzt bei negativen Aspekten einfach sagen, ja, man dreht sich im Kreis, man kommt ja nicht wirklich vom Fleck, das würde dann so den Sarg bestätigen, dass man eben so das Gefühl hat, auf der Stelle zu treten, aber natürlich auch die Verträge, also ne, darauf hinweisen, hey, ihr habt da die Verpflichtung, jetzt auch das nachzubessern, ihr seid in der Gewährleistung, wenn ihr da gefuscht habt, dann müsst ihr da nachbessern, also dass man einfach auf die Verbindungen und Verträge nochmal hinweist, hier dann im Positiven, damit es dann eben auch wirklich endlich mal weitergeht und dann irgendwann auch mal wieder rund läuft, dass man sagt, okay, jetzt kommt da mal endlich eine positive Phase. Die Sachen, was einem hier bewusst ist, ist mit den Wolken natürlich, man hängt in der Schwebe, man weiß nicht, wie geht's weiter, wann tut sich überhaupt mal was, kommt die Firma jetzt endlich oder müssen sie tatsächlich die 5 Monate warten. Man hängt so wirklich in der Luft mit den Wolken und bewusst ist denen eben auch, dass es Schwierigkeiten gibt, Missverständnisse gibt, einfach die Unklarheiten, dass man wirklich nicht weiß, woran man ist und wie es jetzt letzten Endes weitergeht. Man könnte es auch darauf beziehen, vielleicht ein schwieriger Mann. Das wären dann, also
die Mitarbeiter aus den Firmen, das sind meistens ja Bauarbeiter, also männlich. Da könnte man dann natürlich auch sagen, okay, hat man ja vielleicht konkret die Schwierigkeiten da mit einem bestimmten Mann, also dann wahrscheinlich eher der Chef, der ja alles koordinieren muss, dass seine Mitarbeiter da die Arbeiten auch ordentlich ausführen und ihren Pfusch dann sozusagen nachbessern. Das könnte auch ein Aspekt sein, dass man hier eben an diesen Mann denkt oder an diese Firma denkt, aber ich denke, es ist eher so dieses in der Luft hängen, in der Schwebe sein, nicht so richtig wissen, woran man ist und einfach diese Schwierigkeiten auch haben und dass man das eben ganz bewusst wahrnimmt und dass es einen eben natürlich auch nervt. Und jetzt kommt bei der 8, so sehen es die anderen. Also die anderen sehen es eher positiv. Da würde ich jetzt mal sagen, okay, die Familie empfindet das eben im Moment alles eher als furchtbar und schlimm. Aber die anderen, das Umfeld, die sehen das Ganze dann doch eher als Freude. Nun freut euch doch auf das neue Haus und alles wird schön. Und ja, jetzt ist halt so eine Phase, ne, aber am Ende wird doch alles schön sein und dann guckt er vielleicht lachend drauf zurück oder solche Äußerungen kommen dann ja gerne mal so vom Umfeld. Ne? Also von daher, ich kenne das auch. Ich kenne das zwar aus einem anderen Bereich. Als ich mal Liebeskummer hatte damals, ne, als ich noch nicht mit meinem Mann verheiratet war, da hieß es dann auch immer, ach ja, Männer kommen und gehen und ne, so schlimm ist das doch gar nicht, kommt ein besserer. Das kann man dann in dem Moment nur irgendwie so als blöden Standardspruch so wirklich gar nicht gebrauchen, weil wenn man da gerade drin steckt, dann sieht man das eben nicht als Geschenk oder als positiv, wenn da gerade was schief läuft. Und ich denke, so ist es hier ähnlich jetzt auch. Die stecken halt in ihrer Katastrophe mit dem Hausbau drin und sehen das hier mit den Wolken eher schwierig und das Umfeld sieht es aber positiv oder sagt halt nur freut euch doch mal, ist doch alles toll. Okay, machen wir mal die Erwartungen. Die Erwartungen mit dem Bauch sind hier in dem Fall aber gut, weil beim Bauch denke ich eher so an den positiven Aspekt. Man macht sich ja Gedanken, bereitet sich vor, macht sich Pläne. Ne? Also da gibt es ja einerseits die Architektenpläne, woran sich natürlich auch die Arbeiter halten müssen, wenn die da etwas umsetzen im Innenausbau oder auch draußen. Dann hat man natürlich auch einen gewissen Plan, wann etwas fertig sein soll. Also man hat hier wirklich die Erwartung, dass die Leute sich an den Ablaufplan halten, dass alles nach Plan läuft und es nicht ständig zu Verzögerungen kommt aufgrund von, ja, was kaputt geliefert, was falsch eingebuddelt oder was falsch platziert mit der Dachrinne, die da irgendwie falsch sitzt oder besser gesagt das Fallrohr und lauter andere Geschichten, die die da haben mit Fenster und Türen. Also von daher, sie erwarten einfach, dass man sich an den Plan hält, dass endlich mal was sichtbar wird im Punkto, hey, wir haben jetzt ein Ergebnis, unser Haus wird fertiggestellt und zwar so, wie es auf dem Plan auch aufgemalt ist, dass man es so haben möchte. Und das Ergebnis hier liegt jetzt aber zum Glück eine sehr positive Karte. Die Sterne, das ist ja die große Glückskarte, die Erfüllung, die Klarheit, Wünsche erfüllen sich, Träume, ich denke dann immer an die Sternschnuppe, da wünscht man sich was, was in Erfüllung gehen soll. Viele Möglichkeiten bieten die Sterne, da geht es einfach immer um viel, aber auch, wie gesagt, die große Glückskarte und die Klarheit. Also ich denke, am Schluss wird hier alles gut ausgehen. Und als Zeitaspekt, den Brief, den deutet man jetzt nicht als Brief, so im Eigentlichen, so nach dem Motto, ah ja, der Papierkram ist da jetzt wichtig. Nee, hier ist jetzt wirklich mal nur rein der Zeitaspekt. Das heißt, wenn die Karte keinen Zeitaspekt hat, dann bleibt die Zeitfrage eben offen. Wenn man in die ganze Entwicklung gar keine Zeit als Deutung drin haben will, braucht man die Position 11 auch gar nicht zu ziehen und zu deuten. Dann lässt man die einfach weg. Hier in dem Fall war jetzt aber natürlich so der Hauptaugenmerk natürlich darauf, die wollen keine 5 Monate warten, bis das Haus gestrichen wird. Das muss schneller gehen. Und sie wollen natürlich auch, dass alles, was jetzt gefuscht und kaputt geliefert wurde, natürlich schnellstens ausgetauscht wird. Also darauf bezog sich ja eigentlich die Frage und weniger jetzt auf den Entwicklungsprozess, dass das Haus natürlich nicht von heute auf morgen fertig ist. Das ist ja allen klar. Hier ging es ja eher so wirklich um die Schwierigkeiten. Und dann ist natürlich der Brief als eher schnelle Zeitkarte sehr angenehm, weil der steht ja dann dafür, dass das nur ein paar Tage dauert, beziehungsweise dass es eben etwas schneller geht. Also dass man jetzt hier keine Monate oder auch ja viele Wochen drauf warten muss, sondern dass das dann doch eher in einem kurzen Zeitrahmen hier zu einem positiven Ergebnis mit den Sternen führt.
und dass dann ja wahrscheinlich auch die Erwartungen nach dem Ursprungsplan, wie er ja mal ausgearbeitet wurde, dann auch endgültig ja so umgesetzt werden und auch erfüllt werden. Und dann würde natürlich auch das mit dem Blumenstrauß viel mehr Sinn ergeben, dass die anderen alle sagen, ach, ist doch alles gut, ne, verträgt ihr euch denn auf, ne? Also so, dass das dann eben sehr positiv von den anderen wahrgenommen wird. Das heißt, man kann hier der Familie Hoffnung geben, dass es zwar im Moment schwierig ist, was der Sarg ja bestätigt und auch das Kind und die Wolken, was die Familie ja eben selber wahrnimmt, dass es im Außen aber dann doch positiver wirkt, als wie sie es halt empfinden. Und dass sie es im Moment vielleicht selber einfach noch nicht sehen können und so das Gefühl haben, sie hängen in der Luft, dass es aber hier mit dem Ring, ne, dass man sagen kann, okay, die werden den Verpflichtungen schon nachkommen und man muss sich vielleicht noch mal hinterklemmen, damit es dann ja wieder rund läuft. Also von daher hier auch die positive Phase, die sich jetzt wohl gerade ergibt, dann einfach auch nutzen, um noch mal nachzuhaken und dahinterher zu sein, damit sich das Blatt eben hier zum Positiven wendet. Also das ist so das, was ich einerseits aus den Karten rausziehe und natürlich dann auch, was man durch das Kombinieren oder den Gesamtblick auf die Legung dann natürlich noch abrundend in der Beratung sagen kann. Also hier ist natürlich schön, dass so die Schlusskarten dann alle positiv sind, dass man den Leuten dann halt wirklich auch was Positives als Botschaft mit auf den Weg geben kann, als wenn man jetzt sagen müsste, oh, das bleibt weiterhin schwierig, ne, hätte ja jetzt hier oben auch Mäuse oder Berg liegen können, dann wären die Aussichten ja nicht so rosig. Also von daher kann man ja hier ja dann auch als Außenstehender sozusagen die freudige Botschaft vermitteln, ja, das wird wirklich alles wieder gut. Glaubt das, was die anderen Leute euch sagen, das wird positiv und am Ende werdet ihr euch freuen und vielleicht tatsächlich lächeln über die Schwierigkeiten. Also von daher, ne, man könnte das dann noch mal so ein bisschen bestätigen, auch wenn ihr das dann vielleicht in dem Moment auch noch nicht glauben könnt. Aber vielleicht gibt es dann ja auch diesen Funken Hoffnung mit dem Klee und mit dem, was man als Berater sagt, dass es dann doch wieder etwas positiver betrachtet wird und dass sie nicht ganz so sehr gefrustet sind über die ganze Entwicklung. Okay, das soll es jetzt auch gewesen sein als Deutung. Wieder mal sehr komplex, weil ja jetzt hier 10 bzw. 11 Karten gedeutet werden können. Du kannst das alles im Schnellen natürlich deuten, nur Stichworte von den Karten, zack, 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 dann hast du das in 5 Minuten durch. Aber wenn du in der Beratung schon ein bisschen mehr erzählen möchtest oder so wie ich jetzt hier natürlich auch parallel das Ganze noch dir erkläre, also ich musste die Legung ja nochmal nachlegen und das hier dann fürs Video aufbereiten, damit ich dir das alles erzählen kann, weil natürlich hier die Beratungszeit, das war ja schon, also die Leute sind ja schon wieder weg, ne? Also von daher, ja. Kann man das, beziehungsweise war das eher sowieso Telefonberatung, weil wegen Corona ist ja gerade nichts mit Treffen. Und ich mache im Moment die Beratungen auch nur sporadisch und eher selten, aber hier war mal wieder eine und fand ich spannendes Thema, jetzt auch mal ein keltisches Kreuz draufzulegen, weil ich brauche ja auch immer mal ab und zu ein Beispiel für meinen Blog. Von daher passte das ganz gut. Also es ist wirklich eine echte Legung, eine echte Situation. Und ja, ich freue mich, dass das hier am Ende für die auf jeden Fall gut ausgeht. Und ich hoffe, du konntest einiges an Lerneffekt mitnehmen, hattest Spaß, das Ganze hier mitzuverfolgen und hast jetzt vielleicht auch Lust bekommen, das keltische Kreuz mal für dich auszulegen, entweder offen zu lassen, was als Thema auf Position 1 sich zeigt, oder eben zu sagen, ja, nee, ich habe eine bestimmte Frage oder ich stecke gerade in einer bestimmten Situation, dann kannst du einfach das Thema 1 als Karte, entweder kriegst du es dann genauso wie hier als Bestätigung, oder du deutest es eben zusammen mit der 2, eben wirklich, das kommt helfend und störend zu deinem Thema hinzu. Also das keltische Kreuz bietet halt die Möglichkeit, keine Frage zu stellen und einfach mal zu gucken, was sich zeigt. Ich mag es persönlich aber lieber auf eine Frage oder auf eine Situation legen und guck mir dann einfach an, was mit 1 und 2 sich zum Thema zeigen mag und ob es da eben eher ja positive, helfende Sachen gibt oder ob es halt tatsächlich Störfaktoren gibt. Ja, das soll es jetzt gewesen sein. Ich bessere jetzt hier noch schnell meinen Patzer aus mit dem Unbewusst und dann passt das auch für die fertige, fixe Schablone. Und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und alles Liebe und Gute, Angelina Schulze.